Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu einem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich mal ein etwas anderes Video für euch, mal wieder zwischendurch. Und zwar habe ich eine kleine Kooperation. Ja, genau. Ich wurde von einer Firma, die über Amazon Produkte vertreibt, angeschrieben, ob ich Lust hätte, ein Produkt zu testen und dann auf meinem Kanal vorzustellen. Und ich habe drüber nachgedacht und habe viel drüber nachgedacht und ich kriege öfters mal Angebote von vielen Sachen, die mich so gar nicht interessieren. Die mache ich dann natürlich auch nicht. Und dieses Mal hat es mich aber interessiert und deswegen habe ich mich darauf eingelassen und habe ein Produkt zugeschickt bekommen. Und wenn euch interessiert, was genau das ist, wie es funktioniert und wie ich es finde, dann bleibt sehr gerne dran. So, also eine kleine, also einfach damit ihr wisst, warum ich auf dieses Angebot eingegangen bin. Man nennt mich auch die Stachelbeerbiene. Ja, das habe ich auch schon mal öfters erwähnt in meinen Videos. Ich muss mich gefühlt quasi jeden Tag rasieren an Beinen und Co., denn ich habe starken Haarwuchs und deswegen bin ich immer gleich nach ein, maximal zwei Tagen eine kleine Stachelbeere. Deswegen, mein Spitzname Stachelbeerbiene ist Programm. Und ich hatte mir schon öfters überlegt, mal so ein IPL-Gerät für zu Hause auszuprobieren, um die Haare dauerhaft zu entfernen. Gerade im Sommer, wenn man sich jeden Tag rasieren muss und dann kriegt man Rasierpickel und so weiter. Das ist einfach nichts. Und dann hat die Firma Lubex von Amazon mich angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, denen ihr IPL-Gerät für zu Hause auszuprobieren. Und dann dachte ich mir, ja cool, das wäre doch mal die Gelegenheit, so ein Gerät zu testen. Ein IPL-Gerät, das ist ein Gerät, das über Laserstrahlen die Haarwurzeln ja auf längere Sicht quasi zerstört, um den Haarwuchs zu stoppen bzw. zu entfernen. Das dauert natürlich, ja, das ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Aber ich dachte mir, hey cool, diese IPL-Geräte haben mich schon lange interessiert, also habe ich zugesagt und habe das Gerät zugeschickt bekommen. So, das ist die Vorgeschichte. Ich habe es jetzt vier Wochen lang benutzt, regelmäßig, und dachte, jetzt kann ich euch dazu auch schon ein bisschen Info geben. So, ich zeige euch mal das Produkt, wie es bei mir ankam, und zwar so. In einer doch, sag ich mal, recht hübschen Verpackung. Es war gut verpackt, es kam heil bei mir an. Und genau, steht drauf, Handheld IPL Device. Das ist so ein 3-in-1 Produkt. Da kann man also nicht nur Bein- oder Achselhaare entfernen. Man kann wohl auch Gesichtsbehandlungen durchführen, um zum Beispiel Aknemale geringer zu gestalten, die also quasi so ein bisschen wegzulasern. Und soll wohl natürlich auch gegen Gesichtsbehaarung helfen und gegen Zeichen der Hautalterung soll es auch funktionieren. Da muss ich aber ehrlich gestehen, das habe ich nicht getestet im Gesicht. Einfach, weil meine Haut gerade durch meine Akne so überempfindlich ist, dass ich gesagt habe, so, ich bleibe jetzt erstmal bei der ganz normalen klassischen Haarentfernung in meinem Test. Das heißt, dazu kann ich euch schon was sagen. Zu den Gesichtsbehandlungen noch nicht. Die werde ich dann machen, wenn meine Haut, wenn ich die mal wieder ein bisschen besser im Griff habe. So, das kommt hier in so einem Schuber. Genau. Es hat auch ein CE-Zeichen, also von daher ist okay. Und dann hat man hier einfach nur eine weiße Box. Und wenn man die dann aufmacht, dann sieht das so aus. Man hat hier so eine Karte mit dabei. Das sind die wichtigsten Infos an und für sich in Kurzform drauf. Wir haben hier, was man wissen sollte, bevor man mit der Benutzung anfängt, nämlich da, wo man es nicht benutzen darf, nicht auf Tattoos, nicht auf Sonnenbrand, nicht auf zu vielen Leberflecken zum Beispiel und während der Schwangerschaft auch nicht. Man soll aufpassen, dass man das auf trockene Haut macht, vorher nichts aufträgt, also keine Bodylotions und so weiter. Und ja, dass das dann innerhalb von 8 Wochen sind es jetzt, glaube ich, genau, sollte es dann die Haare auf längere Zeit entfernen. So. Und es ist halt auch so, es ist nicht für jeden Hauttyp geeignet. Das sieht man auch hier auf der Karte. Also mit grünem Häkchen dran, für welche Hauttypen es geeignet ist. Ich denke einfach, weil es durch den Laser eine bleichende Wirkung hat, sollten Personen mit dunklerer Haut das wahrscheinlich eher nicht benutzen. Und hier unten sind natürlich auch die Benutzungsschritte angegeben. Auf der Rückseite haben wir eine Tabelle. Auf die komme ich gleich noch, und die wichtigsten Q&A-Fragen. Genau, so, soweit zu diesem Teil. Dann haben wir hier natürlich noch ein User-Manual drin.
Da muss ich gestehen, die Übersetzung ist eher witzig als hilfreich und ich habe, um das Gerät ordnungsgemäß starten zu können und benutzen zu können, die Videos auf Amazon direkt benutzt. Dann habe ich es direkt verstanden. Anhand dieser Anleitung war es für mich mehr verwirrend als hilfreich. Deswegen würde ich empfehlen, wenn euch das Gerät interessiert, dann benutzt das Video, das auf Amazon zu sehen ist. Da erfahrt ihr in 20 Sekunden genau, wie das Produkt funktioniert. So, und so ist der Inhalt der Kiste. Wir haben hier das Gerät. Wir haben hier eine kleine Kiste mit der Sonnenbrille drin. Die muss man unbedingt tragen. Ihr wisst, Laser und Augen vertragen sich nicht. Es gibt einen Einwegrasierer und ein Abwischtuch für das Glas hier vorne. Und hier haben wir das Stromkabel. Denn dieses Produkt läuft nicht über Akku, sondern nur mit direkter Stromanbindung. Ich denke, dass so ein Gerät einfach jede Menge Power braucht, um diesen leistungsstarken Laser überhaupt starten zu können. Und das würde wahrscheinlich in dieser Preiskategorie einen Akku überfordern. Gehe ich jetzt mal von aus. So, genau, das ist das Gerät. Das hier vorne, das hier sind die Laser dahinter. Das setzt man auf die Haut, um sich zu blitzdingsen. Und hier sind die verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Läuft also nur mit direkter Stromzufuhr. Das Kabel ist ausreichend lang, dass man also nicht unter seiner Steckdose kleben muss, um das Gerät benutzen zu können. Das finde ich sehr gut. Dann haben wir hier die formschöne Sonnenbrille, die ich natürlich über meine Brille aufsetzen muss, da ich ja sonst nichts sehe. So. Das sieht dann so ein bisschen Audrey Hepburn-mäßig aus. Ich finde die Sonnenbrille eigentlich ganz schick. Wir haben den Einwegrasierer. Den habe ich natürlich nicht aufgemacht. Ich habe ja meine normalen Rasierer. Und zu guter Letzt haben wir ein Tuch, um nach jeder Benutzung vorne die Scheibe des Geräts zu reinigen. Einfach, ja, dass da kein Schmutz drauf ist, was dann später den Laser daran hindert, ordentlich in die Haarwurzel einzudringen. Was man auf jeden Fall tun sollte, bevor man dieses Gerät benutzt, und zwar vor jeder Benutzung, ist, sich sehr, sehr ordentlich zu rasieren. Die Haare müssen weg sein, damit der Laser es schafft, beim Blitzen bis zur Wurzel runterzukommen. So, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich mal nicht ganz so gründlich rasiert habe und da noch ein Haar stand und ich habe da drüber geblitzt, das hat dann gezwiebelt und es hat auch nach verbranntem Haar gerochen. Deswegen wirklich jedes Mal vor der Benutzung gründlich rasieren und dann, denke ich mal, bekommt ihr auch das beste Ergebnis und habt am wenigsten Schmerzen bei der Benutzung. Das Gerät wird vorne leicht warm in der Benutzung und die Laserblitze, die können auf empfindliche Haut natürlich auch ein bisschen wehtun. Das ist aber normal. Das habt ihr bei jedem IPL-Gerät. Das habt ihr auch, wenn ihr euch in irgendeinem Salon die Haare weglasern lasst. Zumindest habe ich das gehört. Ich habe es noch nie gemacht. Aber bei dem Gerät, muss ich ganz ehrlich sagen, an den Beinen habe ich es auf höchster Stufe und es tut nicht weh. Wenn da mal ein Haar ist, dann macht es kurz Pieks, ja, und dann ist wieder gut. Bevor ich dazu komme, euch zu zeigen, wie genau man das Gerät benutzt, wie man es anschaltet etc., eine kurze Info zum Thema Preis. Die einschlägigen High-End-Marken dieser Art von Produkte, da wissen wir ja, die kosten 200-300 € für diese Heimgeräte. Und das Produkt hier von der Firma Lubex ist natürlich wesentlich günstiger. Ja, da kann man natürlich davon halten, was man will. Ich wollte es aber trotzdem auf jeden Fall mal ausprobieren. Wir haben nämlich hier einen Originalpreis von nur 79,99 €. Also wir haben weit unter 100 € für dieses Gerät. Und ich habe die Möglichkeit, euch heute einen Rabattcode quasi anbieten zu können. Falls euch das Gerät interessiert und ihr es für, sag ich mal, einen schmalen Taler gerne selber ausprobieren möchtet, habe ich euch den Rabattcode, der nennt sich SimplyBee. Ich blende ihn euch auch gerne hier unten ein. Und in der Infobox ist ein Link zum Amazon-Produkt. Und da könnt ihr dann, wenn ihr das Produkt in den Warenkorb gelegt habt, in der Kasse oder bei der Kasse, den Code eingeben. Der läuft noch bis, zum 7.4. Und da spart ihr einiges. Dann zahlt ihr nämlich statt der schon recht günstigen 79,99 € nur noch 39,99 € für das Gerät. Und ich meine, hallo, ein IPL-Gerät für 40 €, da kann man ja wirklich mal überhaupt nicht meckern, finde ich. Also falls es euch interessiert, schaut es euch sehr gerne mal an. Ich habe mir natürlich auch, bevor ich gesagt habe, ja, ich mache das, habe ich mir natürlich auch die Rezensionen angeschaut. Und die waren, soweit ich das überblicken konnte, alle durchweg gut. Auch von der Bedienung her. Und dann dachte ich mir, okay, ja, ich probiere es einfach. Ich mache das jetzt. So,
Genau, jetzt kommen wir mal zur Bedienung des Geräts und zu den Besonderheiten des Geräts. Sagen wir es mal so. Ich habe das jetzt am Strom stecken. Man sieht es auch, jetzt ist hier das Display, es steht off. Ich mache es mal an. Keine Sorge, es blitzt noch nichts. Man hört, es ist etwas lauter. Es hat Lüftungsschlitze hier, hier und hier. Und die sollten auch während der Benutzung nie verdeckt werden. Und ihr seht hier, es ist ein Zählwerk. Denn dieses Gerät ist zeitlich begrenzt. Ja, das ist kein Gerät, das darauf ausgelegt ist, 30 Jahre lang zu halten. Das hält nur 999.999 Blitze lang. Genau, wir haben also 1 Million Blitze, die dieses Gerät hier verschießen kann. Wenn die aufgebraucht sind, ist das Gerät fertig. Na, dann kann man es entsorgen. In der Beschreibung auf Amazon stand aber, dass das bis zu 10 Jahre halten kann. Von der Anzahl der Blitze her, ich denke mal, je nachdem, wie oft man es benutzt und wie viel Haare man entfernen möchte, hält es halt unterschiedlich lang. Das ist für manche vielleicht ein Manko, kann ich auch verstehen, weil es ist eigentlich so gesehen ein Einweggerät, ja, das einfach schon eine festgelegte zeitliche Nutzungsbegrenzung hat. Das ist nicht für jeden was, das kann ich verstehen. Und ich wollte es aber unbedingt mal ausprobieren, wie lange halten denn diese Blitze? Wie viele Blitze brauche ich quasi, um meine Haare im ersten Schritt zu entfernen? Und wie viele sind denn da noch übrig? Weil ja, am Anfang benutzt man es in den ersten 4 Wochen 2 bis 3 Mal. In Woche 5 bis 8 soll man es ungefähr noch 2 Mal der Woche benutzen. Und ab Woche 8 1 bis 2 Mal im Monat. Genau, und dann ist man haarfrei anscheinend nach 8 Wochen. Und das ist natürlich schon cool, muss ich ganz ehrlich sagen. So, genau. Ich habe jetzt noch 997.081 Blitze übrig. Ich habe es jetzt 4 Wochen benutzt. So, und es gibt verschiedene Stufen, je nachdem, wie schmerzempfindlich man ist. Hier seht ihr, wir sind auf Stufe 1. Das kann man hier hochschalten bis Stufe 9. So, das ist die höchste Stufe. Und dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ja, bitte blitz mal automatisch oder nein, ich möchte gerne manuell blitzen, je nachdem, welche Körperregion man behandelt. Das kann man hier einstellen, indem man das gedrückt hält. Steht jetzt hier Auto. Das heißt, das ist der beste Modus für die Beine. Ja, da kann man automatisch blitzen lassen. Der Blitz erfolgt, sobald das Fenster hier vorne komplett von der Haut abgedeckt ist. Dann blitzt er automatisch, macht 3 Sekunden Pause etwa und blitzt dann wieder. Das heißt, ihr könnt dann quasi in gleichmäßigen, langsamen Zügen das Gerät über die Haut führen und er blitzt automatisch. Ihr müsst nichts machen. Wenn ihr allerdings die Achseln und die Bikini-Zone bearbeiten wollt, dann schaltet ihr vom Automodus weg. Das wird auch so empfohlen. So, seid ihr auf manuell und könnt dann mit dem Knopf hier blitzen. Ja, ihr legt quasi das Gerät auf die Haut und sobald das hier blinkt, hier oben, könnt ihr auf Blitzen drücken und dann wird ein Blitz verschossen. Dann setzt ihr neu an, wartet, bis es blinkt und könnt wieder blitzen. So funktioniert das Ganze. Genau. Das sind eigentlich so die Grundfunktionen, die man nutzen kann, um die ganz normalen Haare an Beinen, unter den Armen oder in der Bikini-Zone zu entfernen. Es gibt dann hier noch den Knopf M für Modus. Da kann man dann umstellen zwischen Aknemalentfernung und Anti-Aging-Blitzen sozusagen. Es gibt also drei Modi, die man einstellen kann für das Gerät. Und genau, die sind halt für diese unterschiedlichen Aufgabenstellungen dann gemacht. Die anderen habe ich, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, weil ich Angst hatte, dass meine Haut das nicht verträgt. Habe mich noch nicht rangetraut. Werde ich aber definitiv auch noch machen. So, genau. Also, es dauert ungefähr, wenn man beide Beine macht, Achseln und Bikini-Zone, dauert eine Benutzung ungefähr 20-25 Minuten. Klar, die Zeit muss man sich nehmen, man muss sich vorher ordentlich rasieren, die Haut abtrocknen lassen, dass sie nicht mehr feucht ist und dann 20 bis 30 Minuten eben einkalkulieren, um das Gerät zu benutzen. Manchen ist das vielleicht zu lange oder ja, ich weiß auch nicht, haben vielleicht nicht die Geduld dafür, weil man muss es halt wirklich regelmäßig machen, damit man auch eine Wirkung sieht. Ich fand es aber eigentlich jetzt nicht störend. Ich habe das halt dann immer abends gemacht, wenn meine Tochter schon im Bett war. Ich war frisch geduscht, frisch rasiert, habe mich, keine Ahnung, 20, 30 Minuten ordentlich abtrocknen lassen, dass die Haut auch wirklich trocken war und habe das dann gemacht. So, immer schön mit Sonnenbrille auf, damit man nicht blind wird. So, zum Thema Wirksamkeit. Ich habe es jetzt ja 4 Wochen benutzt. Also ich bin jetzt quasi bei der Hälfte der Anwendungszeit
die man braucht, um laut dem Gerät haarfrei zu sein. Bin ich haarfrei? Nein, bin ich nicht. Muss man aber nach 4 Wochen auch nicht sein. Was ich aber als positiv feststellen kann, ist, dass mein Haarwuchs definitiv langsamer ist. Und es steht aber auch hier auf dem Zettelchen drauf. Hier oben steht dran, 1 bis 4 Wochen, das Haar wächst langsamer. 5 bis 8 Wochen, das Haar wird dünner und weniger. Und nach 8 Wochen sollte man dann erfolgreich die Haare entfernt haben. Das heißt, ich kann euch nicht abschließend sagen, ob das Gerät wirklich auf Dauer die Haare komplett entfernt. Das weiß ich nicht. Ich kann euch nur sagen, nach 4 Wochen ist mein Haarwuchs definitiv langsamer geworden. Ich starte jetzt in Woche 5 von der Benutzung her. Und dann werde ich sehen, ob das Haar auch wirklich weniger wird. Bei den Beinen laufe ich, wie gesagt, auf maximaler Stufe, auf Stufe 9. Bikinizone und Achseln bin ich auf 6 bis 7, je nachdem, ob ich einen schmerzempfindlichen Tag habe oder nicht. Weil die Blitze sind dann bei der empfindlichen Haut schon ein bisschen unangenehm. Es tut nicht weh, es ist auch nicht heiß, aber es ist unangenehm. Und das kommt halt immer drauf an, wie ist euer Schmerzempfinden? Seid ihr eher wie ich, so ein bisschen eine kleine Memme? Dann dauert es höchstwahrscheinlich ein bisschen länger, bis eure Haare komplett entfernt sind. Weil natürlich Stufe 9 hat den stärksten Laser. Und der kann natürlich dann in diesem einen Schritt auch ein bisschen mehr, wie wenn ihr nur auf Stufe 6 lauft. Aber das muss natürlich dann jeder für sich rausfinden. Und wenn man die Geduld hat, das weiter durchzuziehen, denke ich schon, dass das Gerät einem definitiv helfen kann. Hier gibt es auch so eine kleine Tabelle für die einzelnen Wochen, wo man einfach mit dem Stift dann durchpieksen kann, wann man die Benutzung gemacht hat. Dann hat man auch eine Übersicht, an welchem Wochentag habe ich denn das letzte Mal, muss ich jetzt wieder oder sollte ich jetzt wieder, damit in der Woche nochmal geblitzt wird. Ja, genau, so ist das. Und was kann ich euch denn noch dazu erzählen? Also wie gesagt, für 79,99 € im Vollpreis kann man schon mal nicht viel falsch machen. Und mit Rabatt dann für 39,99 €. Also das ist dann schon wirklich ein Schnapper. Klar, viele sagen jetzt vielleicht, ist vielleicht so ein China-Kracher, der nichts kann. Ist ein technisches Produkt, sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Ja, gebe ich euch zum einen natürlich recht. Zum anderen hat es also diverse Kennzeichnungen, sowohl auch ein CE-Zeichen, hat also schon eine gewisse Sicherheit. Und wer sich als reiner Amazon-Verkäufer etablieren möchte, so wie die Firma Lubex, weil die verkaufen nur bei Amazon, ich denke, da kann man sich das auch nicht leisten, schlechte Produkte rauszubringen oder welche, die gefährlich wären. So denke ich mir das zumindest. Ihr könnt mich gern eines Besseren belehren. Ich habe auf jeden Fall gedacht, ich probiere es mal aus, weil ich super neugierig war und weil es mich wirklich interessiert hat, ob das funktioniert, weil ich es mir eben, wie gesagt, schon öfters überlegt hatte, mal so ein Gerät zu testen. Und da kam natürlich die Anfrage von Lubex mir sehr gelegen. Und ich habe mich natürlich auch dann sehr gefreut, dass das alles so gut geklappt hat mit dem Versand an mich und so weiter. Und ja, bisher kann ich mich nur positiv äußern. Die Benutzung ist relativ einfach, wenn man mal verstanden hat, wie die einzelnen Knöpfe funktionieren. Und ich habe für mich selber das Gefühl, dass es wirklich funktionieren kann, auf längere Sicht die Haare wegzumachen. So. Gebt mir gerne ein Feedback in den Kommentaren, was für einen Eindruck ihr jetzt von diesem Gerät bekommen habt. Das würde mich auch wirklich sehr interessieren. Und klickt gerne auf den Link in der Beschreibung, um es euch mal genauer anzuschauen. Und wenn ihr Bock habt, es auszutesten, könnt ihr das für 39,99 € machen. Also ich glaube, günstiger werdet ihr kein IPL-Gerät finden, bin ich ehrlich. Und ja, greift zu, wenn ihr wollt. Würde mich natürlich freuen. Nutzt sehr gerne meinen Code SIMPLYBEE. Der läuft noch bis zum 7.4. Ihr habt also auch Bedenkzeit, falls ihr euch noch nicht sicher seid. Fragt mich gerne alles Mögliche in den Kommentaren. Ich versuche sehr gerne darauf zu antworten, was ich beantworten kann. Gerne zu der Benutzung des Gerätes etc. Ich bin da ganz ehrlich, das wisst ihr. Wenn mir das Gerät nicht gefallen würde, würde ich euch das sagen. Also ich denke mal so sehr kennt ihr mich schon, dass ich nichts bewerben würde, was ich nicht gut finde. Genau. Deswegen, ja, lasst mir gerne ein Feedback da. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Ihr wisst, ich mache ja hauptsächlich Unboxings und Hauls und aufgebraucht. Und das hier ist jetzt eher so ein kleiner Ausreißer zwischendurch. Kommt nicht so oft vor.
Und ja, ich danke euch sehr, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Hier verlinke ich euch meinen Kanal für ein Abo und hier verlinke ich euch mal eine hoffentlich interessante Playlist von mir zum Stöbern. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich danke euch sehr, dass ihr zugeschaut habt und bis dahin, eure Biene. Tschüss!